Mal schnell ein bisschen was Praktisches zum Thema Schwingkreis. Man kann das auch hören. Also ich habe mal einen Versuch vorbereitet mit einem echten Hörbeispiel. Ihr könnt dann auf den Link klicken, wenn ihr es hier verstanden habt, oder meinetwegen vorher, ist egal. Da erscheint hier immer so ein i, wenn man mit der Maus reingeht. Guckt es euch ruhig an, hört es euch an, staunt vielleicht auch, freut euch, was auch immer. Ich finde das ein bisschen praktischer, wenn man auch mal was hört und nicht immer bloß mit irgendwelchen Oszillographen vorgeführt kriegt. Und solche Kurvenverläufe hier und so weiter. Um diesen Versuch besser zu verstehen, also wenn ihr da drauf geht, wartet das Video, kein Problem. Um diesen Versuch besser zu verstehen, folgendes Schaltbild. Ich habe es extra mal bunt gemacht. Ich habe eine Spannungsquelle von 3 Volt einfach genommen und einen Taster. Das ist ein Feststellschalter, das ist ein Tastschalter. Taster kurz gesagt, Feststeller. Und einen Taster. Und da habe ich folgendes gemacht. Ich habe dem Schwingkreis selber, gehen wir mal hier rüber. Hier ist der Schwingkreis bestehend aus einer Induktivität, einer Spule und einer Kapazität, einem Kondensator. Und diesem Schwingkreis habe ich ganz kurz mal einen 3-Volt-Impuls gegeben. Und dann habe ich mal gelauscht, was dann passiert. Und mal habe ich entweder 0,01 Mikrofarad oder das Doppelte angeschlossen. Das habe ich jetzt hier wieder zurück zur Schaltung wie folgt realisiert. Das kommt später. Hier ist der Schwingkreis, Spule, erster Kondensator. Wenn ich hier diesen Schwingkreis einen einmaligen kurzen Spannungsimpuls gebe, dann fängt er an zu schwingen. Das hört man. Wenn ich dazu zu diesem Kondensator parallel noch einen zweiten schalte, wird die Kapazität insgesamt erhöht. Guckt auch mal hier auf den Link, Kapazitäten zusammenschalten, parallel oder in Reihe, was dabei passiert. Das Video wartet ja hier, falls ihr es nicht mehr wisst. Kapazität ist verdoppelt und der Ton, der dann rauskommt, der ist tatsächlich tiefer. Das heißt, die Frequenz ist gesunken. Gucken wir uns jetzt doch nochmal an, wie das aussieht. Ich habe also einen Spannungsimpuls abgegeben und je nach Kondensatorschaltung, entweder einer oder gleich beide zusammen parallel, hat sich jetzt ganz einfach das Schwingverhalten geändert. Und zwar, beide Schwingungen klingen aus. Das ist nicht das Problem. Das hört man auch. Dann ist es nur ganz kurz, wie der Ton kommt. Ping, ping, ping. Also er veräppt sofort. Aber man hört den Ton und den Unterschied. Und beide schwingen über auf 3 Volt und darüber hinaus nicht mehr ganz 3 Volt minus und wieder in Plusbereich minus und so weiter und so fort. Diese Schwingung kann man hören, kann man sehen und Tau oder sagen wir mal die Periodendauer, sagen wir lieber die Periodendauer der kleineren Kapazität ist auf jeden Fall kürzer, demzufolge ist die Frequenz größer. Guckt nochmal hier, Periodendauer, Frequenz habe ich wahrscheinlich dann die Möglichkeit auch hier einen Link anzufügen. Jo. Ansonsten viel Freude bei dem Versuch. Ach so, ich muss noch was sagen. Ich habe hier ganz bewusst 3800 Windungen genommen, damit man auch noch was hört. Wenn man ein schlechtes Verhältnis zwischen Kondensator und Spule wählt, ich könnte auch einen ganz kleinen Kondensator nehmen und hier eine ganz große Spule oder eine kleine Spule und einen ganz großen Kondensator, aber dann, pardon, dann ist die Schwingung nicht so lange hörbar. Also habe ich mir einfach einen Teil eines Trafos genommen. Hier habe ich die 3800 Windungen drauf und damit ich mit dem Kopfhörer, den ich hier angeschlossen habe, Symbol des Kopfhörers, nicht diesen Schwingkreis selber beeinflusse und störe, habe ich das Signal einfach nochmal heruntertransformiert. Außerdem wird, das wissen wir von Selbstinduktion, ihr könnt ja auch nochmal gucken, wenn ich den Link hier unterkriege, beim Ausschalten von Spulen, nicht bloß das hier was schwingt, sondern hier gibt es Selbstinduktion und drastische Spannungen von 80 bis 100 Volt. Wollte ich nicht, dass der arme Kopfhörer darunter leidet, deswegen habe ich hier im entsprechenden Verhältnis gleich den Trafo dazu genutzt, mit wesentlich weniger Spannung die Sache hörbar zu machen. So, ich hoffe, es ist ausreichend theoretisch erklärt. Dann viel Freude bei dem Link. Oder wenn ich den zum Schluss hier anfertige, geht mal drauf. Es ist wirklich überraschend. Ich kann das Ganze dann später auch nochmal mit entsprechenden Oszillographen, Oszilloskop muss ich sagen, Oszilloskop und Co. Mit diesem ganzen Schnickschnack kann ich das auch nochmal wiederholen. Ich kann auch nochmal auf das einzelne Verhalten von Schwingkreisen, also erste Halbwelle, Aufladung des Kondensators, Entladung des Kondensators in, ach, und so weiter. Kann ich auch noch machen. Schreibt es einfach drunter, wenn ihr sowas noch haben wollt. Kann ich machen, aber ich glaube, bis dahin müsste schon mal einiges klar geworden sein. Ich wünsche euch was Schönes. Bis denn. Tschüss.